Wie ist dein Name? Sein Name ist Yusuf. Yusuf. Hä? Okay. Mach schnell T slash I, Walle 2, schnell. Ich würde die einmal vorläufig festnehmen hier. Heutzutage fesselt man von vorne. Ich hab sie eigentlich von hinten gefesselt, aber es sei. Dann haben sie dich. Kannst du mal gucken? Der Mann. Die kriegen erstmal die höchste Strafe, ne? So rein da. Ja, das dürfen sie nicht mehr, aber ist okay. Ich pädophiler Bastard, Digga. Was hat das mit pädophil zu tun? Was hat Inhaft hier mit pädophil zu tun? Erzähl mir mal. Sag dem, von der nicht zuhören kann, du Schwanzlutscher. Dein Kollege hat mich entfesselt, Digga. Wollte ein 1 gegen 1, wenn er wie eine Pussy in die Fresse kriegt. Aber was hat mit höhere Haftstrafe mit pädophil zu tun? Ja, Digga, weil du so einer bist, Digga. Weil du höhere Macht bist, du bist ein richtig geiler Hengst. Ich mich doch die ganze Zeit an, Digga. Und das hat dann irgendwas mit pädophil zu tun, oder ja, was? Weil du mich weil ich einen erwachsenen Mann anfasse, bin ich pädophil. Genau, wollen Sie wissen, dass ich denn erwachsen bin? Der Mann, mit was unterhalte ich mich denn hier? Mit einem Erwachsenen oder mit einem Kleinkind? Das wissen wir ja nicht. Sie haben mich ja nicht kontrolliert, du Pisser. Schon allein für diese Unterstellung, dass ich pädophil sein soll, sitzen Sie schon allein 2 Stunden. Das kann ich Ihnen versprechen, 2 Stunden. Weil ich bin nicht pädophil, der Mann. Beziehungsweise gehen Sie nochmal in die Schule lernen, was pädophil ist. Und dann können Sie gerne das Argument aussprechen, der Mann. Ja, Mann, bleiben Sie stehen. Kommen Sie mit jetzt. Wollen das hier? Den können wir persönlich mitnehmen, weil immer, dass der wieder abbaut, wenn er fest wird. Wir waren schon oben. Alles gut. Das wird gleich alles aufgelöst. Was meinen Sie denn damit, Herr Mann? Ist das eine neue Fachsprache oder was? Mein Vater ist auch nicht. Mach mich mal rein jetzt. Nervt mich nicht. Ihr durchsucht tote Menschen, Digga. Ich habe niemanden durchsucht, Herr Mann. Vielleicht werdet ihr sowieso sehen. Einsteigen ja, klar, jetzt. Digga, dieser Menschen, Alter. Ich bring den jetzt. Bring den um, Alter, einfach. Scheiße, ja, den. Einfach umrotzen, den Hundesohn. Mein Gott, Alter. So ein Tuli, Digga. Das braucht man nicht, Alter. Ich bin so bekippt, dass dieser Hurensohn-Polizist nicht mal losfährt, Digga. Ich sitze hier fast eine Stunde im Bus. Was willst du mir erzählen, Digga? Ihr sitzt ja seit 10 Minuten. Was los mit euch? Was laberst du 10 Minuten? 10 Minuten. Ja, ich hab ja auch einen Clip, dass ich recht hab, Bruder. Ich hab alles auf dritte Gas. Was? Auch bei der GoPro, Digga, dass er sich mit 17-jährigen Kindern trifft, Digga. Wer trifft sich mit 17-jährigen? Ihr habt sowas in der Polizei, Digga. Traurig, Digga. Bruder, ich bin der beste Informant hier im Staat, Digga. Ihr seid Sippies, Digga. Welche Nummer meinen Sie denn? Ja, Bruder, der will ja nicht seine Dienstnummer sagen, der Drake Faker, Digga, der Hurensohn. Ich nehme mich gerne vor hier. Einmal festgenommen, vorläufig hier. Digga, Digga, er hat doch gerade mich losgemacht, du Opfer, Digga. So, der Mann, Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen kann, wird für die Rechtliche verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sollte kein Anwalt zur Verfügung stehen, wird die Bundespolizei auf eigenem Ermessen urteilen. Haben Sie Recht erstanden? Ich hab eine Nummer vom Anwalt, du Fotze. Ich hab eine Nummer vom Anwalt. So, Sie kriegen 2 Stunden, der Mann. Der Mann, kommen Sie bitte zu mir. Und Pappeln sind hier nicht rum. Oder was, so schießt du drin nicht, Bruder? Mein Gott, Alter, dieser Mensch. Ey, oh, wir müssen rein. Gehen. Der einzige Netz. Alter, ihr stellt uns hier hin, Digga. Wir werden automatisch hier reingesetzt, Digga, wegen euch. Jetzt fickt ihr uns wieder. So, sie kriegen beide Isolationshaft. Du willst mich doch verarschen, Digga. Wie verarschen? Sie wollten ausbrechen. Die stellen mich, nein, Digga, sie stellen mich da ran, Digga. Ich war doch, Digga, die checken das nicht. Gut, Isolationshaft kriegen sie jetzt nicht, aber sie kriegen halt hier. Sie werden jetzt hier irgendwo. Ja, hier. Meine Strafe war 2 Minuten. Die hat. Bevor wir backen sind Western, wenn sie besonders so. Ich zieh die aus, alles gut, hab die ausgezogen. Wenn wir hier vor Ort packen, hier vorne. Ja, okay, okay. Oder wer ist das denn hier? Wie viel seid ihr? Wir stehen hier. Warte mal, deine Stimme erkenne ich doch, warum chillst du jetzt? Ja, wir das nicht, also wir stehen hier ganz normal. Du darfst ja, das ist ja ganz ja alles gut. Von öffentlicher Straße, der Mann. Du bist immer so frech. Wie, ich bin frech. Wir wollen uns hier ein Haus kaufen. Kauft ihr das hier, Roland? Oder was macht ihr da? Ey, der Mann. Ey, der Mann, keine Bilder. Das ist ein öffentlicher Raum. So, aber er hat dahin fotografiert. Ja, positiv. Ist ja auch ein Porträt, das ich aufzeichne. Was wollen Sie denn von mir? Ja, okay. Overwatch, was ist der Hände überprüfen? Kommen Sie hier hoch. Doch.
mach dir da was. Komm mal, ich helfe. Wir wollen das Haus kaufen. Nee, entspann dich mal. Mach dich mal auf das Haus. Ja, wir gehen ja schon. Wir wollten eigentlich das Haus kaufen. Los, beide weg. Ist natürlich eine zum Kleidungsrand verlegen. Wir verkleiden uns als Presse. Ja, ja. Gut, dann kommen sie. Das ist ja unser wunderschönes Pressefahrzeug. Ja, ja. Jetzt nehmen wir den Scheiß mal. Mal hier absetzen und dann mal von hier bespitzeln. Ich darf schon mal zum Guten zeigen, wie die Waffe hält. Ja, da habe ich sie. Sechs Personen, einer zieht eine Spitzwaffe. Haben wir auch. Links, ja, ich sehe ihn. Eine 50er hat er einen. Ja, wir haben eine Spitzwaffe. Wir haben hier rechts eine Geisel. Rot. Oh, wurde erschossen. Perfekt, dann haben wir den Mord. Wundervoll. Wir sind von der Presse, wir wollten einfach noch fragen, wer sie sind, was sie hier machen. Das ist ein Statement, ja? Genau. So, was geht ab, Jungs? Komm hier in der Southside. So. Hallo, der Mann. Wir sind von der Presse. Sie haben ja da eine Waffe. Was ist das für eine? 50er. Ja. Ey, Bruder, hört mal zu. Okay, okay. Warum redet ihr mit denen hier? Ich hab euch gesagt, ihr sollt nicht mit denen reden, Jungs. Wir sind von der Presse, der Mann. Von der Presse? Du bist ein Bulle. Jo, Mann. Ey, also wirklich, dass du denkst, dass das der Kollege von der Polizei ist. Ey, er hat das selber gesagt. Was laberst du? Aber die Herrschaften, ich bin noch von der Presse. Wollen noch ein paar Fragen stellen. Raus mit dir einfach. Aber wir wollen doch nur ein paar Fragen stellen. Wollen aber nicht beantworten. Ja, dann erläutern Sie mir bitte mal, wie Sie denn wissen können, dass der Kollege augenscheinlich von der Bundespolizei ist. Er hat es mir vor 20 Minuten gesagt. Weiß ich, welche Person das ist, wenn er was gehört. Er hat auf jeden Fall dieselbe Stimme. Also ich kann gar nicht wissen, wer ihr seid. Verpiss dich, Scheiß Mord. Das ist ja eine Schande. Dann kommt sie wieder gegen. Was er macht, Bruder. Auf dein Gesicht, du Hurensohn. Oder hör auf. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ja, ich lasse das sehen, dass ihr morgen. Jungs. Seid mal durch. Nicht mehr aufwachen. Nicht mehr aufwachen. Welche Gang seid ihr denn, wenn ich von der Crips? Hating Streets? Oh. Was ist mit denen? Ich kann nicht holen. Bruder, ich glaube, er hat gesagt, irgendwas zu scheiß Bürgermeister, glaube ich. Den gehört der Server, ne? Bruder, so sagt man. Können Sie die nicht einfach wegschicken? Ich hab dir jetzt 5 Mal gebeten, schon oft versucht, gehen. Oder wenn die jetzt nicht gehen, dann schieß ich die um. So, letzte Schussgold. Geht ihr oder geht ihr nicht? Oh Gott, wir gehen. Okay. Schönen Tag noch. Gesagt, ihr sollt nicht hier reingehen. Zügeln Sie sich doch mal bitte. Ja, raus. Hallo, entspannen. Dann müssen Sie den Mann umfahren, oder was? Ja gut, Supporter, warte mal. Was ist denn für ein Supporter, Digga? Ach, der ist ein Schießwütiger, links von mir. Hallo. Immer noch reden die mit denen. Sie würde ich eher in der Institution sehen. Und den da oben, ja, den sehe ich bei der Game. So, wie abgrottig und inkompetent er ist. Wollt ihr abhauen, oder? Wissen Sie, Sie sind ja bestimmt so jung. Sie sind bestimmt nicht mal 18 Jahre alt. Sie sind auch inkompetent. Sie können sich nicht mal zügeln. Also hinsichtlich ihrer Erziehung, das war ja Mangel. Ware dort.